Hey und willkommen zu einem weiteren Textvideo. Wir schauen uns hier an, was der liebe Xur dabei hat, was in dem aktuellen Tweet drin stand, was es aktuell für Glanzstopp, also umsonst im Epperversum gibt und auch was Ada One für Shader dabei hat. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn euch die Zusammenfassung von der Woche vor dem Wochenreset gefällt. Und wir legen erstmal los mit dem aktuellen Tweet. Also fangen wir jetzt mal mit dem aktuellen Twab an. Ich bin leider immer noch erkältet. Ich habe ja auch noch irgendwie einen Ausschlag, keine Ahnung. Oh, buhu, da spiele ich dir doch glatt eine traurige Weise auf der kleinsten Violine der Welt. Also, diese Woche in Destiny. Ja, gibt's einiges zu besprechen auf jeden Fall. Hier ist nochmal der Trailer vorgezeigt. Dann wurden noch die neuen Klassen auch vorgezeigt, diese neuen Klassengegner. Dann gibt es noch Hintergrundbilder für PC und auch da unten hier fürs Handy. Und hier kommen wir schon mal zum ersten Hauptthema. Das ist nämlich das Power-Level. Unser Power-Level wird nämlich anders skaliert ab The Final Shape. Denn wir haben, wenn wir in einem Einsatztrupp sind, nicht jeder für sich ein Power-Level, sondern ein Einsatztrupp-Power. Und derjenige, der das höchste Level hat in der Truppe, hat sozusagen den Lead dafür und ist dann der Einsatztrupp-Power-Leader so gesehen. Und alle anderen, die unter dem Power-Level sind vom Power-Level-Leader, die werden dann 5 Level unter dem Leader gelevelt, aber auch nur für die Aktivität und es wirkt sich auch nicht auf die Prämien aus. Also man kann dann so nicht so gesehen dann sagen, ey komm, du bist echt hoch, join mir mal, dann kriege ich hohen Loot, dann bin ich auch ganz schnell oben. Das funktioniert nicht, es ist nur dafür da, dass sozusagen man jetzt nicht jemanden hat, der jetzt sehr weit unten ist, so gesehen nur tot umfällt, weil er halt extrem viel Schaden kriegt, weil sozusagen die Aktivität noch zu schwer für ihn ist oder sonstige Aktionen. Und hier kommen wir auch schon zum ersten Thema, nämlich die Vermächtnisausrüstung. Nämlich die Vermächtnisausrüstung. Damit ist die Rüstung gemeint, die eigentlich nur 1600 ist und auch da bleiben sollte wegen dem Sunsetting. Aber das wird jetzt aufgehoben. Alles, was mal gesunsettet war, was nur auf 16 war und man konnte es nicht hochinfodieren vor ewigen Jahren, das wird jetzt zurückgebracht und ja. Es ist an sich richtig geil, weil wir damit richtig alte Waffen auch aus der Sammlung ziehen können und die benutzen können. Andererseits ist es richtig kacke für Leute, die die Sachen extra aufbewahrt haben, in der Hoffnung, dass Bungie das irgendwann wieder hochlevelt und es dann doch irgendwann irgendwie gelöscht haben. Das ist richtig schade. Aber die ganzen alten Waffen und Ausrüstung können wir jetzt alles wieder benutzen. Das heißt, auch eine Not Forgotten oder sonstige Waffen, die wirklich gesunsettet waren, die können wir jetzt wieder benutzen. Das ist einfach geil. Dann die Powergrenze, die wird 1900 sein, dann die weiche Grenze, die wird dann 1940 sein, dann die sehr harte Grenze, das ist hier alles ziemlich blöd übersetzt, 1990 und 2000 ist halt wirklich, mehr geht nicht. Mehr darüber geht nur mit dem Artefakt-Level. Und Aktivitätspower, das ist jetzt so gemacht, alles was normal ist, hat sozusagen kein Aktivitätslevel, da ist dann die Power von einem selber skaliert mit der Aktivität. Und wenn man jetzt zum Beispiel dann nicht normal spielt, sondern Legendary, also legendär oder noch höher, dann ist wieder Power Level aktiv und dann ist es auch wichtig, dass man ein hohes Level hat. Hier kann man das auch zum Beispiel sehen. Hier ist Aktivitäts-Power Level ist capped 1945. Das heißt, wenn man da auch drüber ist, ich glaube, dann bringt das nicht wirklich viel. Und vor allen Dingen ist hier auch sehr interessant, Difficulty, also Schwierigkeit, gibt es jetzt auch irgendwie eine Anzeige. Und dann hier ganz wichtig, Schwierigkeitsstufen. Standard ist 1945, dann fortgeschritten oder Held, wie wir es kennen, ist 1995, dann Legendär 2005, Großmeister 2010, Spitzenreiter 2020 und der Wettkampfmodus ist 1965. Aber hier ist es ja so, dass man auch da gecapped ist vom Level. Also man kann, also wenn man schon zum Beispiel 1990 ist, interessiert das den Raid, also für die 48 Stunden vor dem Raid nicht, weil der Cap ist halt dafür gedacht, dass es halt wirklich schwierig ist. Und hier steht auch nochmal für das Artefakt. Das bleibt an sich wirklich gleich. Und vor allen Dingen ist es jetzt auch hier unten mit Concho Power, ist es jetzt so, wenn ich zum Beispiel mit meinem Hunter jetzt die Story mache und den halt hochpushe und gehe dann auf meinen Titan, bekommt er mein Titan, wenn er auch die Mission macht oder irgendeine andere Aktivität, Sachen gedroppt auf dem Level von meinem Hunter. Weil dann so gesehen der Account levelt und nicht mehr die eigenen Hüter. Das ist eigentlich schon cool. Und hier haben wir jetzt noch Power Level Prämien. Es ist halt so, jedes Mal, wenn wir eine mächtige Ausrüstung bekommen, ist das
plus 1. Und wenn wir Gegenstände von Händlern oder aus der Sammlung erhalten, ist es nur noch unter 3 Punkte unter unserem aktuellen Level. Das ist ein bisschen angenehm, weil manchmal man zieht sich was raus und das ist halt 10, 20 Level drunter. Das ist schon ein bisschen nervig. Dann geht es weiter mit Pantheon. Das kommt jetzt nächste Woche und das wird richtig interessant. Da werden wir ja Raid-Bosse bekommen mit verschiedenen Herausforderungen. Und die werden auch Stück für Stück schwerer. Also das wird wirklich, das wird lustig. Hier haben wir noch zwei Creator-Trupps, die gegeneinander spielen. Ich glaube, einfach um zu gucken, welcher Trupp der stärkste ist. Ich weiß es nicht. Und willkommen bei Hardware. Und zwar ist das eine Hardware-Vorherrschaft. Ich weiß nicht, da gibt es keine Fähigkeiten, da gibt es nur Waffen. Das ist ein neuer Spielmodus, dann im PvP. Ich glaube, das kann ziemlich interessant werden. Und ganz wichtig, Eisenbanner, letzter Eisenbanner vor Lightfall. Das heißt, wer den Granatwerfer oder auch die Multimacht noch nicht hat, der kann sich die erholen. Und außerdem wurde auch die Dropchance erhöht. Dann ist das Cosplay-Kosmodrom zurück. Da kann man, ja, cosplayen halt. Und der neue Plüschhund ist auch da. Dann noch Player Reports. Da gibt es noch ein Update für neue Lichtspieler. Und vor allen Dingen auch bekannte Probleme, die kennen wir ja alle. Und dann haben wir noch Artist of the Week. Ja, schick. Und noch den Clip of the Week. Und ja, das wäre es eigentlich soweit. Das Wichtigste, was jetzt hier wirklich ist, ist einmal halt das mit dem Power Level, mit dem Team, was wir hier haben. Und vor allen Dingen auch halt, dass alte Rüstungen und Waffen man jetzt wieder benutzen kann. Das ist einfach nur geil. Es gibt also kein Sunset mehr. Bis auf Kampagne und Planeten. Ja, dann gehen wir jetzt erstmal weiter zum Everversum. So, Everversum. Erste Seite haben wir Sparrow Trip. Okay. Dann haben wir ein richtig geiles Ornament für die Einsiedlerspinne. Schon richtig cool aus. Dann haben wir gläserner Auftritt. Und zwei Shader. Einmal Zwielicht-Twist und noch Mediator. Und auf der zweiten Seite haben wir Falle aufstellen. Okay. Und dann haben wir jetzt die ganzen Helme. Das ist einmal der für den Hunter. Und das hier ist der Helm vom Warlock. Das sieht auf jeden Fall ganz interessant aus. Und das hier ist der Helm vom Titan. Naja. Und hier haben wir noch eine interessante Wechshülle. Okay. Dann noch Synchron-Thron-Vorläufer. Okay. Dann noch einen interessanten Sparrow. Irgendwie wie eine Spielekonsole. Okay. Dann Ornament für Arbeitstier. Und noch eine Sicherheitsprojektion. Und Shader haben wir Himmelsdom, weiß mit lila, sehr schön. Dann Neopopwelle, der Shader ist auch ziemlich cool. Und Kohle des Nordens, naja. Und wir haben noch wachsende Vergoldung. Und dann haben wir noch Vex-Invasion, Teleport. Ja. Dann haben wir noch KI-Chrom und noch den verknöcherten Auftritt. Ja, dann gehen wir jetzt noch einmal zu Xur, der steht nämlich mal wieder auf dem Turm. Also der liebe Xur hat Lord der Wölfe dabei. Ist auf jeden Fall eine interessante Schrotflinte, vor allen Dingen für PvP. Die wurde aber genervt, also so doll ist sie jetzt auch nicht mehr. Dann Schwachkopfradar, ja, ewiger Krieger auch nicht wirklich und auch nicht wirklich toll. Also die Exo, vor allen Dingen dieser Exo hier ist für den Warlock auf jeden Fall cool, aber die Stats sind nicht wirklich cool. Dann wahre Prophezeiung auch nicht wirklich toll. Das Automatikgewehr auch nicht wirklich toll, das auch nicht. Die Kleber auch nicht, kann man aber schmieden, wer noch das kann. Icarus-Sniper ist eine ziemlich gute Sniper, aber der Roll ist leider nicht sehr gut. Aber kann man auch schmieden, wer kann. Das Maschinengewehr ist auch nicht wirklich toll. Und die Interferenz der Granatwerfer ist auch leider nicht wirklich toll. Dann Rüstung. Ja, Belastbarkeit ist nicht so hoch, das ist nicht so gut. Und ist halt auch nur 63. Die Brust, naja, nicht wirklich. Der Helm, hohe Belastbarkeit, das ist eigentlich schon mal gut. Aber halt auch noch 64. Und die Schuhe sind jetzt auch nicht wirklich toll. Dann Falkenmond. Habe ich schon gehört. Messsucher. Das soll diesmal eine richtig gute sein. Ich bin aber der Meinung, dass Messsucher ja auch genervt worden ist. Und dass es, glaube ich, bessere Sachen auf der Falkenmond gibt. Aber wer noch keine hat, eine gute, der kann sich die gerne holen. Sie ist auf jeden Fall nicht grottenschlecht, aber es gibt bessere. Ja, dann gehen wir jetzt einmal nochmal auf Titan und Warlock. Also Titan hat gute Arme, wirklich gute Arme. Belastbarkeit ist zwar nicht so hoch, aber das könnte man ein bisschen ausgleichen. Allein halt, dass Erholung und Disziplin so weit oben ist, ist schon ganz, ganz gut eigentlich. Oh, es ist 67er Brust, aber die Mobilität, nein. Der Helm ist auch nicht wirklich toll und die Beine leider auch nicht. Ja, dann
Auf zum Warlock. So, Warlock-Arme. Naja, eher nicht. Brust auch nicht wirklich empfehlenswert. Kopf. Naja, auch nicht wirklich. Und Beine auch nicht wirklich. Ach, schade. Ja gut, dann gehen wir es einmal zu Ada One. Also, die liebe Ada hat für uns einmal verglaste Dualität, ist ein sehr schöner Shader. Bezüglich dem Silber und auch einigem Gold. Dann Neupazifik, Senke abgenutzt. Okay, ja. Und Kriegsgold. Naja, ist jetzt nicht wirklich was. Was wäre es denn jetzt mit dem Diswishing Tags? Ich versuche wirklich heute Abend auf Twitch live zu gehen. Vielleicht kann ich dann mit euch auch irgendwas zocken. Mal gucken. Ansonsten sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Video. Ciao, ciao.